langsam wird es wirklich ernst. In 2 Wochen steht meine erste Klausur an und ich habe noch nicht wirklich angefangen zu lernen. Ich bin echt überfordert und sehe es bis jetzt noch absolut gar nicht, dass ich dieses Semester irgendwie schaffe. Naja, auf jeden Fall hatte ich heute früh Stereochemieübungen, klang an sich ganz einleuchtend, aber es sind auch noch viele Dinge, die ich mir erarbeiten muss bis zur Klausur in 3,5 Wochen oder so. Aber okay, im Stereochemie mache ich mir die wenigsten Gedanken. Anschließend hatten wir Anatomie, das war an sich auch recht interessant. Ja, die Bioklausur ist eben die erste, die ansteht und da gibt es eben auch viele Themen, die ich da noch lernen muss. Es ist eine super große Klausur über viele verschiedene Themen, die man meiner Meinung nach auch gar nicht zusammenschmeißen kann, aber irgendwie wurde es halt trotzdem gemacht. Naja, auf jeden Fall möchte ich mich da gleich noch dran setzen und mich mal anfangen, so ein paar Karteikarten für Bio durchzugehen. Ich habe mir jetzt nämlich regelmäßig Karteikarten geschrieben über das Semester. Und die heutige Anatomie-Vorlesung möchte ich auch nochmal heute oder in den nächsten Tagen nachbereiten, auf jeden Fall. Aber das ist erstmal nicht so eilig. Das bearbeite ich zum Beispiel auch recht gerne nach. Ich erstelle mir recht gerne Karteikarten dazu. Aber erstmal über diese Schwelle hinwegzukommen, dass man wirklich täglich oder so gut wie täglich lernt, das muss ich unbedingt diese Woche hinkriegen. Ich habe dieses Semester so anders geplant. Ich wollte von vornherein jede OC-Vorlesung nachbereiten. Ich wollte immer regelmäßig Übungen machen. Ich wollte wirklich gut in dieses Semester starten, aber irgendwie, es hat einfach alles nicht geklappt, so wie ich mir das vorstelle. Trotzdem versuche ich wirklich das Beste draus zu machen. Ich habe auch heute die Mittagspause ein bisschen genutzt, war in der Bib und habe so ein paar kleinere Aufgaben erledigt und versucht, mir OC ein bisschen zu erarbeiten. Das dritte Semester dreht sich eben um organische Chemie und es sind so super viele Reaktionen, die man können muss. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich mir das erarbeiten soll. Ich habe jetzt Karteikarten auf jeden Fall, mit denen habe ich heute versucht zu lernen. Dann habe ich auch noch eine Zusammenfassung, die ich aber nicht selbst geschrieben habe. Also wenn ihr keinen Bock drauf habt, besorgt euch irgendwelche Zusammenfassungen von höheren Semestern oder von Kommilitonen oder so. Und ich habe auch eine eigene Zusammenfassung mal angefangen, aber bin halt nicht fertig. Also die wird mir nicht viel helfen beim Lernen. Dann natürlich meine eigenen Mitschriften und die ganzen 1000 Übungszettel, die ich alle noch nachvollziehen muss. Also es ist wirklich einiges. Nicht zu vergessen natürlich auch noch die Übungen aus dem Praktikum, die ganzen Mechanismen, die da durchgesprochen wurden und so. Aber gut, erstmal muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Bio konzentrieren, weil die Klausur einfach früher ist. Und ich habe mir auch die letzten Tage so ein bisschen einen Lernplan erarbeitet. Damit bin ich aber noch nicht ganz fertig. Das will ich an sich ja heute gerne machen, weil ich eben wirklich heute richtig anfangen möchte mit Lernen. Diese Woche soll wirklich effektiv genutzt werden, genauso wie die nächste auch. Und allgemein die nächsten Wochen, also viel Freizeit wird da wahrscheinlich nicht bleiben. Ja, Montagnachmittag haben wir immer noch Seminar. Das war eben heute auch, also so ein bisschen mitschreiben, dabei halb einschlafen, Standard. Keine Ahnung, ich war vorhin jetzt noch einkaufen. Und habe dann noch ein paar Minuten bis Stunden am Handy gechillt. Nein, so lange war es gar nicht. Auf jeden Fall überlege ich jetzt mal, was ich so unitechnisch noch machen kann. Denn ich denke, jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, wo ich mich so gut wie jeden Abend hinsetzen werde und noch irgendwas machen werde. Ich freue mich. Bloodshot eyes. I could still sleep on most nights. I could still, but sometimes. Hi, heute muss ich tatsächlich ein bisschen früher aufstehen als sonst, denn ich habe heute an einem coolen Projekt teilgenommen und zwar nannte sich das Ganze Teddybären Krankenhausapotheke. Ich war da, wie man sich vielleicht schon denken kann, in der Apotheke beschäftigt und da kamen eben Kindergartenkinder meistens, vor allem auch in Gruppen hin, kamen dann erstmal in die Notaufnahme, wo sich dann eben MedizinstudentInnen um die gekümmert haben und dann wurden sie eben weitergeleitet und irgendwann kamen die Kinder dann eben auch zu uns in die Apotheke und haben dann so ein paar Kleinigkeiten bekommen, wie Traubenzucker, Pflaster, kleine Teddybären und das alles ein bisschen angepasst auf die Diagnosen, denn alle hatten Kuscheltiere dabei, die irgendein Wehwehchen hatten, lass es Corona sein oder angebrochenes Bein oder Kopfschmerzen und das sollte eben so ein bisschen die Angst vor Ärzten und dem ganzen Gesundheitssystem nehmen, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall eine echt coole Sache und es hat auch wirklich Spaß gemacht, die Zeit verging wie im Fluge. Anschließend bin ich zu unserem Institut gefahren und hatte dann noch so eine Dreiviertelstunde Zeit, in der ich meine Bio-Karteikarten durchgegangen bin.
Da habe ich tatsächlich jetzt auch den Soll für heute schon fast komplett erfüllt. Aber OC wartet auf jeden Fall heute noch auf mich. Ja, anschließend ging es dann wieder ins Labor, wie du gesehen hast. Und ich war heute, ja okay, relativ schnell fertig, aber ich habe zumindest schon die Aufgaben für morgen mit erledigt. Also sprich, ich muss morgen nicht ins Labor, das ist sehr, sehr angenehm. An sich sind diese Laborzeiten bzw. die Präsenzveranstaltungen, die wir momentan haben, echt blöd und auch viel mehr im Vergleich zum zweiten Semester. Denn da hatten wir relativ lange Zeit, wo wir eben kein Labor hatten und uns wirklich nur aufs Lernen konzentrieren konnten und auch Freizeit hatten, was jetzt momentan eher zu kurz kommt. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade auch mal wieder meine Pflanzen gegossen. Die Sache ist, ich habe mir vor ein paar Tagen neue Pflanzen geholt und eigentlich finde ich das auch mega cool und so, aber ich bin nicht so die Pflanzenmami, also ich brauche sehr viel Nachhilfe, was das angeht. Ich vergesse Gießen und so weiter und habe eigentlich keinen Plan, wie genau man Pflanzen am Leben erhält. Von daher habe ich mir so eine App runtergeladen, die mich immer daran erinnert, wann ich die Pflanzen gießen soll. Und ich hoffe wirklich, so kriege ich das endlich hin. Ja, nachdem ich jetzt noch so eine Stunde was für den Haushalt gemacht habe, setze ich mich jetzt nochmal an den Schreibtisch und gehe meine Bio-Karteikarten zu Ende durch und versuche dann ein bisschen was für OC zu machen. Yay, mein Board hängt endlich wieder über dem Schreibtisch. Leider sind alle Bilder, mein Vision Board und mein Stundenplan, keine Ahnung, so ein bisschen verrutscht. Es sieht definitiv nicht mehr schön aus, das muss ich auf jeden Fall in Ordnung bringen. Aber zumindest hängt das Teil erstmal wieder, das finde ich sehr, sehr cool. Ich habe mittlerweile endlich mal meinen Lernplan fast zu Ende gestellt. Also zumindest mal für die einzelnen Tage Fächer eingetragen, die ich wiederholen möchte. Teilweise schon so ein bisschen konkreter, wie zum Beispiel Karteikarten. Und bei anderen Sachen halt ist noch nicht so wie bei PB1. Ich habe ja gesagt, dass ich heute noch OC mache, habe ich natürlich nicht gemacht. Für heute steht aber auf dem Plan auch nur PB1, von daher fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Ich muss das Ganze nochmal in den nächsten Tagen ausdrucken. Aber das ist auf jeden Fall erstmal der grobe Plan. Die Klausuren liegen auch so ein bisschen auseinander. Also es geht, die OC-Woche, ich glaube, die wird echt hart. Jetzt möchte ich mir hier unten nochmal so ein bisschen aufschreiben, wie ich für die einzelnen Fächer lernen möchte. Also was für Material ich so habe oder womit ich vielleicht gut zurechtkommen kann. Hi, guten Morgen. Ich fahre jetzt gleich los zur Uni. Ich habe heute nämlich wieder Bio bis 12.30 Uhr, glaube ich. Und das war es aber auch schon, weil ich ja mein Laborexperiment quasi gestern schon abgeschlossen habe und deswegen heute nicht nochmal ins Labor muss. Und dann werde ich den Nachmittag, denke ich, heute produktiv nutzen. Ich weiß noch nicht, ob ich in die Bib gehe. Wahrscheinlich werde ich eher zu Hause lernen, keine Ahnung. Da kann ich ja nebenbei auch noch so ein paar Haushaltssachen erledigen, wie die Wäsche oder so. Weil sowas wird dann oft vernachlässigt, wenn ich meinen ganzen Nachmittag in der Bib verbringe. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall los und wir sehen uns später wieder. Mein ganzer Tag heute besteht quasi nur aus Bio, denn heute Vormittag hatten wir dieses Pulveranalysen-Dings, wo uns eben die letzten Drogen vorgestellt wurden, die wir mikroskopisch untersucht haben und so ein paar Merkmale kennengelernt haben. Und ich fühle mich noch definitiv nicht sicher. In 2 Wochen ist die Klausur und in 2 Wochen bekommen wir eben auch so ein Pulver, was dann eben deklariert ist mit zum Beispiel Arnika-Blüten oder Rhabarberwurzel oder was auch immer es für Drogen gibt. Auf jeden Fall müssen wir dann eben überprüfen, ob dieser Stoff da auch hundertprozentig drin ist oder ob eine Verunreinigung mit drin ist oder ob das ein komplett anderes Pulver ist und dann müssen wir eben bestimmen, welches andere Pulver das ist. Ich fühle mich da definitiv noch nicht sicher. Mit etwas Glück kann man eben einen charakteristischen Stoff erwischen, den man auch gut identifizieren kann, aber mit etwas Pech bekommt man eben auch eine blöde Analyse und davor habe ich so ein bisschen Angst. Ich merke aber auch, je mehr ich jetzt für Bio lerne, desto sinnvoller erscheinen mir die Zusammenhänge und desto mehr verstehe ich dann eben auch die Sachen, die daran anknüpfen, was mir jetzt in der Vorlesung zum Beispiel oder im Seminar so ein bisschen gefehlt hat. Also wenn ich das Semester nochmal machen könnte oder nochmal machen werde, keine Ahnung, dann möchte ich auf jeden Fall kontinuierlicher über das Semester was machen. Einfach, weil das einem so viel erspart, weil man viel mehr mitnehmen kann aus der Uni. Ja, heute haben wir uns auf jeden Fall die Semendrogen, also die Samendrogen angeschaut. Die Fructusdrogen, die Fruchtdrogen, hört sich dumm an, aber nennen wir mal als Beispiel Kümmel oder Fenchel oder Anis. Das sind alles Früchtedrogen. Dann haben wir uns auch noch die Blütendrogen angeschaut, also Arnikeflos oder Matricarieflos, also Arnika und Kamillenblüten. An sich sind das einfach alles Pflanzen,
die wichtige Wirkstoffe enthalten, die eben so auch in pflanzlichen Mitteln in der Apotheke angeboten werden oder allgemein irgendwie synthetisiert werden, keine Ahnung. Also auf jeden Fall Wirkstoffe, die man gehört haben sollte und die man vielleicht auch als Laie kennt. Okay, THC kennt man vielleicht oder Thymol. Hier nach Bio bin ich nach Hause gegangen, habe ich mich so ein bisschen regeneriert und habe jetzt die letzten Stunden Bio-Karteikarten gelernt, wo es eben auch um den Pflanzenaufbau geht. Mittlerweile haben wir jetzt auch schon wieder 17 Uhr und ich habe auf jeden Fall heute mit meinem Freund was vor. Ich werde ihn gleich vom Bahnhof abholen und dann fahren wir zusammen zu irgendeinem Event, was ich selbst noch nicht so ganz einschätzen kann. Ich hoffe, es wird cool. Hey, gestern Abend waren wir noch bei diesem Physikprogramm und es war eigentlich echt cool gestaltet. Also da wurden verschiedene Experimente zum Thema Wasser gezeigt und das Ganze fand auch im Schwimmbad statt. Also perfekte Location auf jeden Fall. Die ganze Woche ist irgendwie so eine Art Projektwoche der Uni und der FH hier in Münster. Und ich dachte mir, man könnte ja mal zu irgendwelchen Veranstaltungen kostenlos gehen und es hat sich wirklich gelohnt. Es war mal eine schöne Abwechslung zwischendurch und man hat halt auch noch was gelernt. Auf jeden Fall bin ich schon wieder recht spät dran, denn ich muss los zur OC-Vorlesung. Und anschließend habe ich Physiologie. Da habe ich mich gestern noch drauf vorbereitet, gestern spät abends. Aber es war zum Glück nicht so viel. Und heute beschäftigen wir uns auf jeden Fall mit dem Sehsinn und mit dem Hörsinn. Wahrscheinlich irgendwelche Tests, wo alle sehen werden, wie schlecht meine Augen sind. Naja, gut, auf jeden Fall. Wir sehen uns nachher wieder. Heute soll ein mega warmer Tag werden, deswegen fahre ich auch heute nicht in die Bib oder so, sondern bleib hier zu Hause. Und dann habe ich heute Abend wieder was Cooles vor von diesem Wasserprogramm. Ich bin gerade von Physiologie wieder nach Hause gekommen, habe davor noch in der Mensa gegessen. Und ja, wie gesagt, heute ging es eben um so ein paar Hörübungen und um ein paar Sehtests. Also teilweise, wie man es auch vom Augenarzt eben kennt. Und nachdem ich jetzt erstmal ein bisschen mit meiner Mama telefoniert habe, geht es wieder aufs Lernen zu, denn für heute steht auf jeden Fall wieder Bio auf meinem Lernplan. Ich habe mir überlegt, dass ich heute so ein bisschen Terminologie lerne, also Pflanzen und deren Familien und deren Drogenbezeichnungen und sowas. Also ein paar Sachen, die eben abgefragt werden können. Ansonsten bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich heute machen werde. Auf jeden Fall plane ich jetzt erstmal eine Lernsession, so 1,5 Stunden. Dann werde ich ein bisschen aus dem Haushalt machen und anschließend nochmal ein bisschen was lernen, aber heute ist halt auch ein super warmer Tag und das Wetter ist mega schön. Von daher möchte ich den Abend heute eigentlich gerne wieder draußen verbringen. Und heute ist auch nochmal so eine Veranstaltung wie die, wo wir gestern waren, nur irgendwie auf unserem See hier quasi. Ich weiß nicht genau, ob das Ganze in einem Boot stattfindet, aber zumindest glaube ich das und es soll auch irgendwie in die Richtung Klimawandel gehen. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal mit Bio anfangen, werde so ein paar Karteikarten durchklicken, mal schauen, wie weit ich komme. Und dann werde ich hoffentlich noch Zeit haben, um etwas anderes zu machen. Ich glaube, irgendwas muss ich noch bis morgen machen. Ich weiß nicht was, ich glaube Stereochemie, ne? Nee. Muss ich irgendwas machen? Ich muss gar nichts bis morgen machen. Ich dachte, ich muss was bis morgen machen, aber nee, ich muss jetzt was bis Montag machen. Ja, dann habe ich quasi heute den Tag zur freien Gestaltung und werde dann mal schauen, worauf ich nachher noch so Bock habe. Geschrieben, an die ich mich bis jetzt nicht gehalten habe. Aber egal, auf jeden Fall war ich bis jetzt nicht untätig. Ich bin relativ früh aufgestanden, obwohl ich schon kurz davor war, mich wieder ins Bett zu legen. Aber nein, ich habe durchgezogen. Und jetzt sitze ich halt seit ein paar Stunden hier an meinem Schreibtisch und versuche mir Bio einzuprägen. Ich bin noch so ein bisschen gespalten zwischen, oh verdammt, ich muss noch so viel lernen und okay, ich glaube, das sollte ich schaffen. Ich muss mir, glaube ich, erstmal einen groben Überblick verschaffen, was überhaupt in den Altklausuren dran kam. Denn sonst kann es passieren, dass man so komplett falsch lernt. Also in einigen Klausuren hätte ich definitiv nicht bestanden mit meinen Lernmethoden. Dann habe ich mir Altklausuren angeguckt und habe festgestellt, worauf wirklich der Fokus liegt.
Und das sollte ich langsam wirklich mal machen bei den Klausuren, denn nicht, dass ich jetzt irgendwie mich komplett falsch vorbereite. Das wäre echt ärgerlich. Ich bin halt auch kein Fan davon, jetzt einfach nur Altklausuren durchzugehen, um diese Klausur dann abzuhaken, weil irgendwie braucht man das Wissen ja auch später noch. Ich habe halt versucht, meine Karteikarten relativ ausführlich zu schreiben, dass ich einen groben Überblick über viele verschiedene Gebiete habe, aber jetzt eben nicht so krass einsteigen in alles. Also deswegen weiß ich halt jetzt auch gar nicht, wenn so richtig detaillierte Fragen zum Beispiel drankommen, kann ich die vermutlich gar nicht beantworten, weil ich einfach nur so einen groben Überblick habe und mit meinem Wissen vielleicht gar nicht ableiten kann, was dann eben in der Tiefe passiert oder so. Ja, auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Nachricht. Das Wetter heute ist sehr, sehr schlecht. Okay, das ist erstmal nicht erfreulich. Aber eigentlich war die Bio-Exkursion für heute angedacht. Das heißt, ich hätte heute schon wieder irgendwie 6 Stunden verloren, weil wir irgendwo in einem Wald rumgelaufen wären und eine Wanderung gemacht hätten und Pflanzen bestimmt hätten. Okay, wäre vielleicht jetzt auch nicht allzu schlecht gewesen. Vor allem auch bei schönem Wetter und mit netten Leuten kann man sich's vielleicht noch ganz schön reden. Aber bei dem Wetter wurde das eben jetzt abgesagt und wir haben stattdessen eine Zoom-Session heute Nachmittag. Also da kann ich mir auch noch gar nicht so wirklich vorstellen, wie das abläuft. Eigentlich wären wir durch den Wald gelaufen und hätten da unser Bestimmungsbuch dabei gehabt und irgendwie Pflanzen bestimmt oder keine Ahnung. Jetzt fehlt halt so ein bisschen die Übung, wenn man das wieder nur online macht. Aber ich bin trotzdem dankbar um die paar Stunden, die ich dann mehr Zeit habe, um mich eben auf die Theorie der anderen Fächer oder eben die Sachen für die Prüfung zu konzentrieren. Ich habe mir auch vorhin noch mal so ein paar Videos zu Mitose, Meiose und so ein paar grundlegenden Sachen angeschaut und mir auch ein bisschen was rausgeschrieben, damit ich da noch mal so ein bisschen Überblick habe. Also das Abi-Wissen reicht für unsere Klausur, denke ich schon, aber das habe ich halt nicht, weil ich habe Bio abgewählt und ich habe auch meine Aufzeichnung nicht mehr, von daher musste ich mir das alles gerade noch mal so ein bisschen erarbeiten. Aber zumindest merkt man, wie sich manche Puzzleteile dann zusammensetzen. Das ist schon mal ganz gut. Also es wird nicht schlechter. Ich merke, dass ich dazu lerne. Trotzdem habe ich bis jetzt OC wirklich sehr vernachlässigt. Aber ich bin mir auch total unschlüssig, was das Ganze angeht. Also ich finde es jetzt auch irgendwie blöd, wenn ich meinen Fokus auf organische Chemie setze, obwohl halt Bio die erste Klausur ist und ich für OC eigentlich noch weitaus mehr Zeit habe. Dann auch nach den anderen Klausuren kann ich mich ja nur auf OC konzentrieren. Ich denke, die Tage vor der Klausur, die werden dann sehr, sehr hart, aber die werden mir nochmal viel bringen. Von daher finde ich es irgendwie jetzt mega, mega schwierig, mich an meinen Lernplan zu halten. In Bio habe ich zumindest noch Hoffnung, die Klausur zu schaffen. In OC habe ich gefühlt alles schon aufgegeben. Nee, ich bin da irgendwie auch noch nicht so ganz, naja, keine Ahnung. Wenn jemand irgendwelche Tipps hat, dann ab in die Kommentare bitte. Mein Gott, diese Exkursion war einfach nur anstrengend. Also ich glaube, im Nachhinein fände ich das sogar besser, wenn das in Präsenz wäre. Wenn wir einfach durch den Wald laufen könnten und zwischendurch so ein bisschen auch unterhalten könnten. Aber jetzt die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu sitzen und irgendwelche Pflanzen erklärt zu bekommen, das habe ich halt im letzten Semester schon gefühlt 10.000 Mal durch. Und es ist halt irgendwie immer das Gleiche, aber ich kann es ja trotzdem nicht, weil es einfach so viel ist. Und keine Ahnung, also anfangs habe ich ja noch aufgepasst und mich konzentrieren können, aber nach einiger Zeit habe ich dann alles andere gemacht, außer richtig zuzuhören, also nur mit einem halben Ohr vielleicht. Naja, auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal ein bisschen bildschirmfreie Zeit einplanen, das habe ich jetzt erstmal nötig für die nächsten Minuten und werde ein bisschen was im Haushalt erledigen und dann werde ich nochmal irgendwas für die Uni machen, ich weiß aber noch nicht was. Und Florian, mein Zimmer sieht einfach so viel schöner aus, seitdem jetzt diese Dichterkette da dran ist. Wirklich, ich liebe es. Ich wollte es schon so lange dran machen. Ja, und ich muss auf jeden Fall nachher auch nochmal los, weil ich bei Too Good To Go so eine Brötchentüte vorbestellt habe. Also Sachen, die halt übrig geblieben sind beim Bäcker und so. Hole ich halt für 3,90 € so ein Paket ab. Und da muss ich eben noch hinfahren nachher. Und ansonsten habe ich jetzt endlich Wochenende. Aber das Wochenende werde ich nicht wirklich nutzen für irgendwas Cooles, sondern ja, es geht auf die Klausurenphase zu. Irgendwie ist mein Anki kaputt. Das geht einfach seit 5 Stunden so. Hi, mittlerweile haben wir schon wieder Samstag und ich möchte wirklich den Tag so ein bisschen produktiv nutzen, beziehungsweise auch ein bisschen mehr vielleicht. Zum einen natürlich in Bezug auf Uni, aber zu anderen möchte ich auch so ein paar Sachen im Haushalt schaffen. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal angefangen bezüglich Wäsche, Spülen. Und jetzt werde ich mich an meinen Schreibtisch setzen für den restlichen Vormittag. Dann werde ich irgendwann Mittag essen
Und dann geht's nochmal ab in die Bib, damit ich mich so ein bisschen motivieren kann, noch etwas zu machen, weil meine Produktivität und meine Konzentration nachmittags oft nachlässt. Aber nur mit Lernen werde ich mein Wochenende natürlich auch nicht verbringen. Irgendwie braucht man ja doch so ein paar Ausgleiche zwischendurch, auch in der Klausurenphase. Am liebsten nutze ich einfach die Zeit, die ich habe, produktiv und prokrastiniere möglichst recht wenig. Und dann habe ich eben ein bisschen mehr Zeit, die ich dann eben für die Freizeit nutzen kann. Natürlich klappt das nicht immer, aber ich versuche es zumindest. Ich filme ja, glaube ich, diesen Vlog schon seit Montag mit. Also ich denke, heute wäre ein ganz guter Zeitpunkt, das Video zu beenden. Ich denke, das Material sollte ausreichen, auch wenn ich nicht immer so viel mitgefilmt habe. Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat mein Video gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss und bis bald.